Entschuldigung, ich heiße Marlene. Ich heiße Magdalena. Ich bin 8 Jahre alt. Ich bin 10 Jahre alt. Ich wohne in Deutschland, Frankfurt. Ich wohne in Deutschland, Bayern. Und heute lesen wir ein Buch. Es heißt Ein Hauch auf Rase. Ich lese in Arabi und Magdalena in Deutsch. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbu aliyan illa mu'minu. Die an Gott glauben, lieben Ali. Wer Ali liebt und ist sein Freund, gottgläubig ist ein Satans Feind. Satans Feind. Der Segen Gottes mit ihm ist und stärkt ihn gegen Satans List. Allahumma wa aliman awa wa alafu. O Gott, schließ ein in deine Huld, den der Ali liebt. Jedweden, der erfüllt von Lieb zu ihm, Imam Ali, dies ihm zur Ehre wohlgereicht, ihn stärkt, gibt Energie. O Gott, sei du an seiner Seite, dein Segen sei mit ihm. Behüte ihn zu jeder Zeit, in deinem Schutz nimm ihn. Da'atu Aliyan da'ati. Wer Ali befolgt, befolgt mich. Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Was tat er kund? Was sagte er in weiter Rund? Er sprach, dies wisset und vergesset nie. Wer unterstützet ihn Ali? Der unterstützet mich. Wer treu befolget ihn Ali, der treu befolget mich. Inna wasiyya wa wadi aliyun nu'libin. Ali ibn Abi Talib ist mein Treuhänder und Nachfolger. Einst ist Kadir ikum, es war, als der Prophet tat kund. Nach mir Ali, mein Nachfolger ist, mein Nachfolger Treuhänder, die dies ihr nur wisst. Ali und ich bedenk dies, vereint sind auch im Paradies. Tahawa wabika yahutadiyan muhtadahun. Du bist der Wegführer meiner Gemeinde, durch die werden die Rechtgeleiten gerecht geleitet. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm Ali, Der die Gläubigen führt, Ali bist du. Ihr Imam, ihr Wali, wer deiner Führung folgt, oh ja, ist auf dem rechten Weg für wahr. Aliyin sayyatun atan fa'uma'a ha'hasanat. Freundschaft gegen Ali ist Frevel, der durch keine gute Tat aufgewogen wird. Feindschaft gegen ihn Ali treibt in Verlorenheit kein gutes Werk. Sie wieget auf nichts bleibt als Elend, Bitterkeit.
إنهم مسؤولون عن رعايات عليهم بني طالبين. Sie werden über die Wilaugat an Ali ibn Talibs befragt. Befragt werden alle über Ali. Gefragt wird ein jeder nach ihm, dem Waldi. Ward beachtet sein Recht. Sein Wilayat. Oder war's übergegangen? Was geschah in der Tat? Antatulku azihu antasaratu suratul mustaqim. Du bist der richtige, sichere Weg, die geradlinige Richtung. Es sagt der Prophet einst zu Ali, ein Wort, das vergessen wir nimmer und nie. Du bist, o Ali, den Gläubigen stets, ein weiser Führer, der richtige Weg. Danke. Ja, Ali, Juman. Ya Ali man ittaba'aka naja naya wa man takhallafa anka la halak. O Ali, wer dich befolgt, ist gerettet. Wer sich dir jedoch widersetzt, fällt dem Untergang anheim. Wer ihn befolgt, errettet ist, nimmt nicht das falsche Gleis. Ali und sichere Führung ist, dies jedermann wohl weiß. Doch wer sich gegen ihn erhebt, den richtigen Weg verfehlt, verirrt, verloren und sich im Elend untergeht. ضربة علي يوم الجندك أفضل من إبادة الثقلين. Der Schlag dem Ali im Gefecht Khandak dem Feind versetzte, ist gewichtiger als der Gottesdienst aller Menschen und Jinn. Der Schlag, den versetzt im Khandak-Gefecht Ali dem argen Amr von einer solchen Wirkung war, so wertvoll und gewichtig, gar mehr noch als Gottesdienst für wahr. Vereitelt war des Feindes List, der Feind und Leugner Gottes ist. Asbakun Islaman awa Isma'an wa Himan fahu wa Ali yun bunu Talibin. Hinsichtlich Glauben und muslimisch sein, eilt Ali ibn Abi Talib allen voran. Es sagt der Prophet über ihn, Ali, unseren Imam, unseren Wali, auf dem Glaubenspfad, dem Weg des Islam, eilt er Ali allen voran. Die Geschichte ist fertig. Ich hoffe, dass euch diese Geschichte gefallen hat. Und
bitte abonniert meinen Kanal und tschüss, I love you.